Mose 20. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, muss getötet werden, sein Blut findet keinen Rächer. Wenn ein Mann Ehebruch treibt mit dem Weibe eines Mannes, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewisslich getötet werden. Wenn ein Mann bei einem Manne liegt, wie man bei einem Weibe liegt, so haben beide einen Greuel verübt, sie sollen gewisslich getötet werden. Wenn ein Mann bei einem Vieh liegt, so soll er gewisslich getötet werden, und das Vieh sollt ihr umbringen. Und wenn ein Weib sich irgendeinem Vieh naht, um mit ihm zu schaffen zu haben, so sollst du das Weib und das Vieh umbringen, sie sollen gewisslich getötet werden. Wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer Menstruation Sex hat, sollen sie beide ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Wenn in einem Manne oder einem Weibe ein Totenbeschwörer oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie gewisslich getötet werden, man soll sie steinigen. Wenn die Tochter eines Priesters sich durch Hurerei entweiht, so entweiht sie ihren Vater, sie soll mit Feuer verbrannt werden. Jedermann, an dem ein Gebrechen ist, Blinde, Lahme oder Stumpfnasige, darf sich nicht dem Altar Gottes nähern oder dort opfern. Wer den Namen Gottes lästert, soll von der ganzen Gemeinde gesteinigt werden.